Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Das Thema raus aus den alten Schuhen hast du ja vielleicht schon mal gehört. Perspektivenwechsel, probier mal was Neues. Und gerade in Zeiten, wo sich der Druck so massiv erhöht, das heißt Einschränkungen werden wieder ausgesprochen und man wird wieder reduzierter und man kann nicht mehr so viel machen, halte ich es für ganz, ganz wichtig, auch energetisch, dass du wieder neue Dinge ausprobierst. Und zwar immer in deinem Rahmen. Das bedeutet, ich habe jetzt angefangen, also in meinem Rahmen, habe ich jetzt mal angefangen, ich probiere jetzt einfach mal Selleriesaft trinken aus. Hat mir wer empfohlen, habe ich schon viel drüber gehört, lese auch immer viel auf Facebook und von Bekannten und Freunden so drüber, dass das ja so toll ist und so das Gehirn klären soll und habe mir gedacht, ja egal, das probiere ich jetzt einfach mal. Und das ist zumindest ein neuer Teil, den ich jetzt mache für mich. Ja. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, dass ich sage, das ist jetzt das Wundermittel, sondern ich probiere mal was Neues aus und schaue mal, wie es wirkt, wie fühlt sich mein Körper an. Und das ist für mich zumindest mal eine kleine Erneuerung in meinem Alltagsablauf. Und gerade bei sehr beschäftigten Menschen, und da geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir, bist du in einem Rad drinnen, wo man sagt, ja, da gehört das gemacht, das gemacht, das gemacht, 100.000 Sachen gehören eigentlich erledigt. Und man hat dann gar keine Zeit, dass man sagt, für großartige Änderungen. Aber das sind immer so die kleinen Dinge, die man einfach ändern kann. Und die Energie will ja auch, dass sich etwas Neues tut und rührt. Und ich würde dir wirklich ans Herz legen, mach neue Dinge. Die kleinen Rituale der Küche, so wie dem Selleriesaft, ja, das ist mal eine Sache. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst jederzeit rausgehen und sagen, okay, ich erforsche jetzt mal zu Fuß einen gewissen Weg oder ich nehme mal einen neuen Weg zur Arbeit. Ja, geh mal zu Fuß oder, gut, jetzt wird schon kalt, fahr mal mit dem Rad vielleicht nicht so. Aber schau dir andere Dinge an und konfrontiere dich auch mit neuen Ideen und bleib auf jeden Fall wach und geh raus aus deinen Schuhen. Und wenn du sehr stark in der Angst feststeckst, wie ganz viele jetzt damit zu tun haben, dann schau einfach mal, dass du dir wirklich optimistische, erhebende, leichtere Sachen in dein Leben ziehst, die dich mit leichteren Sachen umgibst, die dich nicht ängstigen, sondern die dich weitermachen. Angst macht klein und eng und alles andere erweitert und macht auf. Das kann man sich wirklich so merken. Angst zieht zusammen. Und alles andere macht auf. Das heißt, sobald du eine Enge verspürst in dir, ist das sicher irgendwie angstbehaftet. Und dann schau, dass du das erweiterst und dann wird der Fluss auch wieder leichter. Dann wird der Fluss des Lebens einfach offener, leichter. Und es tut sich wieder was. Ja? Also das wäre auf jeden Fall so mein Energietipp, gerade in der Zeit, wo alles enger erscheint, wo alles immer rigider wird. Schau, dass du neue Dinge, neue Erfahrungen machst. Geh raus aus alten Frustrationen, geh raus aus diesen alten Schuhen. Mag dich mal selber nicht. Ich mag mich dann teilweise nicht, wenn ich dann merke, ich werde in mir dann so ein bisschen grantig oder schlecht aufgelegt, dann mag ich mich ja selber nicht. Und dann frage ich mich immer, ist das jetzt so die optimale Version von dir oder geht das nicht ein bisschen leichter, geht das nicht ein bisschen freundlicher oder netter auch? Und lass deine Energie laufen. Ja, schreib du einfach mal, was ist denn deine Idee? Wie bringst du deine Energie in Schuss? Vielleicht hast du was für die Community, dann schreib es mir unten in die Kommentare rein. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Wunschthemen, über die ich reden soll, dann bitte schreib es mir auch in die Kommentare. Abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du dabei warst. Danke dir. Tschüss.